hast du denn da Schönes auf der Schulter? Ich war gerade auf der Essen Motor Show. Oh ja, Alufolie, Carbonfolie. Wie war das früher? Alter, bist du den ganzen Tag mit der Auspuffanlage und mit den Spoilern über die Messe gelaufen. War immer richtig klug. Am letzten Tag, wenn die alles rausgeschmissen haben, alter Schwede, bist du da wie ein Wahnsinniger den ganzen Tag über die Messe, kannst dich dann irgendwo abstellen. Weißt du? Bist wie so ein Trulli alle mit Auspuffanlagen so ein Scheiß rumgelaufen. Hier, gehört zum gesprochen. Man könnte meinen, es geht um den Golfschlüssel. Ja, sicher. Ich bin vorbereitet. Ja, mach mal das unter Golf 2. Sollen wir die unter Golf 2 machen? Klappanlage für 9 und 1. Das wäre auch geil. Warte. Guck mal, dass der auch anspringt. Aua! Ja, das macht keinen Sinn, Bruder. Soll ich erst über die drüber und dann auf die oder was? Das andere ist vollkommen übermotiviert. Ja, warum nicht? Letztes Mal auf der Nürburgring haben wir den so belastet, dass die Boxen sich am Fahrer, an der Fahrerseite die Schrauben rausgelöst haben, dass irgendwann die Box noch so gewackelt hat. Und jetzt sagt wieder jeder, lass die Box doch raus, braucht keine Musik. Richtig, lass die draußen. Aber ich fahre noch hin, anderthalb Stunden, und da brauche ich Musik. So, Sandro, ich hol mal. Was hörst du da? Ich? Mambo Number 5? Auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg Helene Fischer. Achso. Es war so schön mit dir. Letzte Nacht. Richtig gut, wenn wir wissen, wir schrauben heute an dem Auto, den Golf 4 im Schatten stehen zu lassen. Und den, wo wir schrauben, in der prallen Sonne bei 90. Boah, da kommt ein Hitze mir entgegen. Wir haben noch gar nicht Hallo gesagt, ne? Nein. Hallo. Wir sagen jetzt einfach mal so Hallo. Einfach mal so Hallo sagen. Es geht heute, wie man schon sehen kann, 991 Auspuffanlage. Ich hatte in dem letzten Auspuffanlagen-Video gesagt, dass mir der Klang von der umgebauten Originalabgasanlage nicht taugt. Und ich möchte gerne den Porsche Klang wieder haben. Dafür haben wir Folgendes gemacht. Mhm. Und zwar habe ich mir eine originale Sportauspuffanlage vom Porsche geholt. Also die auch original, die man quasi optional original dazu bestellen kann. Ah, nice. Aber eine gebrauchte habe ich gefunden. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie die Qualität ist. Es stand dabei und mir wurde auch gesagt, alles tipptopp, alles super. Aber das weiß man ja nie. Nur weil das dabei steht, heißt es ja nicht. Warte. So, ich hole ein Messer. Okay, ich mache Platz. I take a Metz. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Boah, das ist immer so ein Moment, ne? Ah, so sieht die aus, cool. Okay, was man schon direkt sagen muss, dass die auf jeden Fall gut verpackt ist, ne? Ja, da bin ich schon mal immer ein ganzes Stückchen glücklicher. Die war so viel günstiger gebraucht als neu. Und man weiß ja auch, wenn man eine gebrauchte Auspuffanlage kauft, die hat ja schon mal so ein bisschen Klang mitgemacht, ne? Ja, das stimmt. Also, die ist schon, auf jeden Fall hört man da was, also was man da auch zu erwarten hat. Voll geil, ich muss das auch mal in den nächsten Videos mal ein bisschen machen, mal ein bisschen Kommentare vorlesen. Oh, ja. Weil das ist echt lustig, was teilweise die Leute schreiben. Also letztens hat einer drunter geschrieben, voll geil, bei euch hat man das Gefühl, dass ich selber mit einem Kumpel in der Werkstatt stehe und selber dran schraube. Stimmt. Und das ist ja wirklich so. Also das hat ja auch nichts hier gerade mit krasser High-End-Werkstatt zu tun, sondern wir zeigen halt Sachen mitten aus dem Leben. Das ist halt Hobby, was wir hier machen. Ne? Wir vermischen unser Berufsschiff mit unserem Hobby. Und haben einfach Spaß dran. Das heißt, kein Druck, kein gar nichts, aber wir legen die mal kurz da vorne drauf. Yes. Natürlich hat der alte Italiener, mehr Klischee geht gar nicht, die Ferrari-Uhr. Also mehr geht wirklich nicht. Du deckst alle Klischees ab, die man nur haben kann. Dass du Audi fährst, wundert mich. Dass du nicht Fiat 500 fährst oder sowas. Wie heißen die anderen Dinger? Die Fitnecker. Wie heißt die? Alfa Romeo.
Schön. Für so ein Ding nicht fährst. Hä? Julia, kannst du mir hinstellen? Also Mito. So, Julia, also, sie sieht auf jeden Fall. Oh, alles tipptopp, oder? Das Einzige, was ich jetzt schon, was ich weiß, was wir haben, dass die Klappensteuerung eine andere Position haben als die originale Klappensteuerung. Weil, hier sieht man, ja, sieht man eigentlich gar nicht, dass die, wo habe ich sie? Dass die originale Klappe irgendwo, wo sitzt sie hier, ne? Warte. Oder da? Hier da. Oben. Da. Da haben wir sie, genau. Alarm. Ah, da. Also sehr weit oben. Ja. Das heißt, der Schlauch wird auch in Mühe kürzer sein, weil die neuen Klappen, ich glaube, wenn ich mal mich recht entsinne, werden die jetzt hier sitzen. Weil die Abgasanlage hier, seht ihr, haben wir einmal einen zentralen Kopf. Dort haben wir jetzt zwei separat getrennte Kammern. Und eine X. Würde ich mal gerade sagen, ja? Zum angedeuteten X. Das wäre übrigens geil für den 996. Was? Wenn das so aussieht. Stimmt. Die Abgasanlage für 996. Haben wir unser X. Zwei Klappen. Sollen wir die mal drunter bauen? Ich würde mich am Arsch lachen, wenn das nur ein bisschen... Geil, würden wir die angepasst bekommen. Oder? Boah, das wäre echt perfekt. Ja. Für das Geld einfach das Ding. Ja, das wäre krass. Und dann an der Seite einfach zwei Dämpfer drunter. Theoretisch müssten wir... Ich sage mal, ich als alter Profischrauber. Eigentlich müssten wir nur anpassen, ne? Eigentlich müssten wir an die Anlage Vorrohrungen bauen. Das wäre eigentlich Premium, ne? Ja. Wir gehen ja sowieso hier raus, genau, mit den Krümmern. Genau. Wenn dieser Abstand halbwegs passt, dann haben wir eigentlich gute Chancen. Dann sieht dieses ganz gut aus. Mhm. Mag ich dir... Ich finde es halt geil, wenn du diese Klappe siehst. Ja, ne? Ja. Hammer. Dann freue ich mich, wenn die Polizei dich anhält und dann sieht... Serie. Motherfucker. Ich finde, das ist auch gut, dass du sie gebraucht geholt hast. Ja. Weil dann sieht es so aus, dass sie schon immer drunter wäre. Genau. Okay, ich habe letztens mich gefragt, was da aufgesetzt hat, wie wir aus der Halle rausgefahren sind bei uns, weißt du? Ja. Es war aber kein Aufsetzen, sondern wir sind hier nur, hat der nur ein bisschen am Stoff. Stimmt. Das ist halt krass bei Porsche, ne? Anstieg also habe ich noch nie gesehen, dass ein Unterboden so krass zu ist. Was auch richtig geil ist, habe ich heute gelesen, Automotorsport, warum Porsche oder dass Porsche das erfolgreichste Autounternehmen ist. Die haben mehr Fahrzeuge verkauft als Lambo, Ferrari, Königsegg und Bentley und Rolls-Royce zusammen, ja. Ja, deutsche Wertarbeit, sehr gutes Kfz. Einziger Unterschied, den wir jetzt gerade haben, man kann theoretisch hier noch, wie glaube ich hier Öl dran, also muss an den Kondenswasser. Bei der Sportabgasanlage ist es normalerweise so, dass auch andere original andere Endrohre sind. Die sind aber so minimal unterschiedlich. Also wirklich, das ist wirklich unterschiedlich? Ja, ja, schon. Klar, also minimal ist aber nur. Die sind verchromt einmal. Ah, ja. Ah, okay. Sind die nicht. Deswegen kriegt man die auch nicht so richtig tutti wieder. Und die haben, also ich glaube von der Form sind die auch minimal anders. Jetzt habe ich den Verkäufer gefragt, ob man denn die Originalen auch beibelassen kann. Und sagt er, ja, ist gar kein Problem, weil wir hier gar nichts großartig dran ändern. Also das bleibt alles, es ändert sich nur das hier, ne? Ja. Inzwischen. Hast du heute schon trainiert? Ne. Was macht eigentlich dein, ich stehe früher auf? Klappt das langsam? Ja, ich stehe jeden Tag etwas früher auf. Bist du? Aber machst du das über die ganze Woche jeden Tag schon früher oder sagst du jetzt erstmal in der ersten Woche 10 Minuten früher eine Woche lang? Nee, so alle 1 bis 2 Tage einfach ein paar Minuten. Okay. Ach so. Und dein Ziel ist wann? 5.30 Uhr aufstehen. Aufzustehen, ne? 12 Uhr nachts. War ich heute. Ja, 5.30 Uhr war ich heute wieder wach. Katze hat nämlich gekotzt. Ah. War gut. Ist gut. Ja. Was falsch gegessen? Nee, Gras fressen. Gras fressen. Und verdauen die das schön über die Nacht? Der hat diese Nacht schon so Kotzanfälle bekommen. Da hab ich gedacht, Alter, der verreckt hier. Und dann war aber erst heute Morgen pünktlich um 5:30. Somehow I just stay up. Look, straight from the mud like
like Ruby. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry. But please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving. I've been popping. Wenn der Meister zum Azubi sagt, hör mal, komm mal gucken. Und Azubi, aber ich hab doch auf der anderen Seite schon fest. Du machst das jetzt so und jetzt machst du die Schraube nochmal los, Kevin. Ich hab die Schnauze voll mit dir. Aber Meister, die ist doch, ist mir scheißegal. Das machen wir seit 40 Jahren so und dann wird das jetzt auch gemacht. That black boy Joy might do my dance on him. Take no disrespect, might put my hands on him. Hit his chicken, now she wanna marry me. But she gon' need some closure and some therapy. Came back to the city. Boah, das hat mich ja erhebt. Bist du nervös? Ja, ich muss das rein. Hallo, ja, da ist eine andere Auspuffanlage drauf. Natürlich ist man nervös. Ja, und scheiße, das Wichtigste im Tunerherz. Gewinde, Fahrwerk und Auspuffanlage und Felgen. Das ist korrekt. Ja, ist ja so. Ja. Das sind die drei wichtigsten Merkmale eines Tuners. Mehr brauchst du ja nicht. Vorsicht, Vorsicht, Fahrzeug geht runter. Achtung, Achtung. Zweitausend Jahre später. Kurz die Hose gewechselt oder was? Mhm. Und Oberteil? Ganz kurz. Ja, Freunde, wir wollen jetzt mal, jetzt hören wir mal, ne? Jetzt wird mal ein bisschen Soundcheck gemacht. Wir fahren jetzt direkt zum Tunnel und das ist geil. Also ich fahre den jetzt schon ein paar Tage. Wir mussten ein bisschen was warten, weil der musste nochmal zum Porsche-Zentrum Soest. Deswegen habe ich gesagt, erst wenn er wieder zurück ist, dann machen wir das Video. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist auf jeden Fall, also jetzt ist das genauso, wie ich es gerne hätte. Oder, ja. Sandro? Ja, du hast auch nicht so richtig gehört, nee, ne? So richtig okay, nicht. Komm. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Einfach genießen. Ja, wirklich. Also da kann man auch wirklich nur eins sagen, einfach genießen. Es ist halt, also was man jetzt schon mal direkt von Anfang an sagen kann, ich habe wieder das Gefühl, ich habe so diesen typischen Porsche-Sound. Und vor allen Dingen auch, guck mal, wir fahren jetzt hier gerade, falls ihr gerade 30, 35. Schon laut geworden, also ich finde das schon auch den Unterschied zur, sagen wir mal, Serienabgasanlage, die wir vorher hatten, die hat halt untenrum, hat die nicht so wirklich viel Klang gemacht. Geht weg, ihr Tauben, bitte alle weg. Aber was ist denn los mit euch? Seid ihr? Hallo! Ihr seid ja Selbstmörder, ne? Die hat zwar obenrum schon guten Klang gemacht, muss ich sagen, also bei der Abgasanlage ist halt so, die ist in dem unteren Bereich, ist die schon deutlich lauter. Guck mal, jetzt 2500. Knallt die auch hinten raus, also das macht die halt auch richtig gut. Jetzt kann ich auch mal das. Doch, war halt schön, ne? Nicht schlecht, ja. Ja, macht halt wirklich guten Klang. Aber jetzt hast du wieder eine Tonlage, die sich verändert. Boah, es ist so geil, ohne Scheiße. Einfach nur Affentitten geil. Also ich bin so hart zufrieden jetzt damit. Ich brauche nicht mehr. Also ich brauche jetzt hier gerade, was klangmäßig ist, brauche ich nicht mehr. Also ich brauche jetzt keine noch teure Abgasanlage oder noch eine Akrapovic drunter oder sowas. Nee. Reicht das dem genügsam, Frankie? Die Abgasanlage reicht mir. Eine Sportabgasanlage ist das Perfekte, was Porsche gemacht hat für das Fahrzeug. Ja, absolut. Guck mal hier. Mega. Mega. Was willst du? Also jetzt mal ohne Schein. Mega. Verstehe. Oder? Ja. Und das ist alles Serie. Damit kann überhaupt keiner was. Ich habe ja mittlerweile so die Schnauze voll von TÜV und da wieder was eintragen und dann meckert wieder einer rum. Alter, fuck you. Das ist einfach Serie, oder? Es ist wirklich krass. Muss man auf den Plan machen. Das ist einfach brutal. Nee, ich gehe mal raus. Geh mal raus, ja.
Gänsehaut, ne Leute, ohne Scheiß. Da geht mir so hart einer drauf ab. Das ist, das ist einfach ein Höllengerät. Einfach ein Höllengerät. Von draußen? Asozial. Untergang, oder? Echt Untergang. Aber du kennst ja noch den Unterschied von der Lautstärke her, von, sagen wir mal, wo wir den bearbeiteten Endschalldämpfer hatten, zu dem hier. Ja. Was sagst du jetzt dazu? Schreit der so viel weniger hier gerade? Nein, eben nicht. Nicht, eben oder? Nicht, nein. Aber die Klangart ist deutlich schöner, finde ich. Boah. Und wenn du den von draußen hörst, der knallt genauso wie bescheuert raus. Ja, ne? Wenn du aus dem Gas gehst. Der pollert auch. Ja, aber richtig. Ja, ja. Vor allem, wenn der auch... Hier drin, jetzt hörst du das? Nee, gar nicht so krass, ne? Von draußen scheppert der. Mach mal Schiebedeckel auf, aber ich glaube, selbst da. Also, man hört es jetzt. Achso, ich warte. Man hört das. Also, man hört das schon. Aber nicht so krass wie von draußen, nein, ne? Ja, ja. Draußen ist das einfach. Ich finde einfach diese Klangentwicklung. Ich finde es einfach so. Ey, das ist ein Traum. Ja. Das ist wirklich ein Traum. Ich glaube auch, wenn du jetzt den Schritt zum 901.2 hast, also mit dem Turbo, ne, das ist, wir haben ihn ja schon mal gefahren, den GTS, da war ich schon hart begeistert von dem Klangbild, muss ich sagen. Das hat mir schon sehr, sehr auch gut gefallen. Also ich fand die Sportabgasanlage da auch super. Aber kannst du hiermit nicht vergleichen. Echt? Kannst du hiermit, ne, ich glaube nicht. Ich habe es nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Ich habe ja wirklich viel mich mit dem Thema auseinandergesetzt, auch viel gegoogelt, ne, was hier, wie die Abgasanlage, ob die sich lohnt oder nicht. Deswegen habe ich ja anfangs gesagt, weißt du was, hier Hardcore und wir bauen die um und wir machen mit der Abgasanlage richtig Knallgas mit der Original, die wir haben. Aber sehr, sehr viele haben geschrieben, mehr brauchst du nicht. Und ich bin einer, der normalerweise, wenn man mir sagt, mehr brauchst du nicht, dann bin ich normalerweise raus. Ne? Also dann sage ich so, ja, ich brauche aber safe mehr. Aber hundertprozentig brauche ich mehr. Warum? Okay. Siehst du nämlich auf hier jetzt? Schon gut. Dieses, genau dieses. Ne? Ja. Ich kann diesen Klang, ich kann das gar nicht, das hat nur Porsche. Dieses, wenn er in diese Last reingeht und dann diesen Gang wechselt. Alter, das haut diese Gegend. Das ist mega. Boah, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Das ist auch ein bisschen dröhnend, muss man sagen. Das ist ja immer so. Also das, hat, ne, das hat schon so einen leichten... Ne, so leicht dröhnigen, aber fett. Einfach nur geil. Ja, Freunde, ihr seht, ich bin gerade sehr, sehr glücklich. Ich könnte den ganzen Tag nur noch hier mit rumfahren, weil ich jetzt die Klangkulisse so für mich absolut perfekt ist. Das hat sich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz geil gelohnt. Jetzt, nächster Schritt ist Stoßstange vorne. Da haben wir auch schon was im Petto. Das zeigen wir euch aber erst im nächsten Video. Also haut rein, schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Feel like Freddy to your favorite rapper, get his kid now. Kill them all inside my dreams.